Er liest meine Gedanken gerade. Wer, der Typ im Bierkönig-Shirt mit Handtasche und Mozart-Perücke, der gerade Switch zockt, oder der Typ mit kurzer Hose, Jackett und Fahrradhelm, der ein Buch über Sportwetten liest? Beides sehr merkwürdige Dudes übrigens. Der Typ im Jackett. Du wohnst hier, warum sind die hier? Ich denke jetzt einfach dran, ihn so anzugreifen. Und wenn er so zuckt, dann weiß ich ja, dass er meine Gedanken liest. Okay, kurz zurück nochmal zu, warum sind die hier und sind die gefährlich? Ich hab's jetzt gedacht und er zuckt nicht. Das heißt, er liest meine Gedanken nicht. Oder er liest in meinen Gedanken, dass das eine Falle war und reagiert deswegen nicht. Sind die jetzt gefährlich oder nicht? Der im Jackett, sehr ungefährlich. Und der mit der Perücke, sehr gefährlich. Der ist gefährlich. Der läuft meistens über Rot, man fährt oft 35 in der 30er-Zone, hat 4 Menschen ermordet und wäscht sich nur einmal die Hände am Tag. Was war das in der Mitte? 35 in der 30er-Zone. Ich meine, das ist ja mega gefährlich, weil du weißt, pst, die reden. Du, ich hab richtig Hunger. Ich will den Typ im grünen T-Shirt eliminieren. Was hat er gerade gesagt? Scheiße, ich hab gerade an Burger gedacht und jetzt hat er Hunger. Ich wusste es.